Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns hier vor dem Offenbacher Rathaus, vor dem Haupteingang am Willy-Brandt-Platz. Und wir wollen Sie auf einer kleinen Zeitreise mitnehmen, damit wir Ihnen sowohl die Architektur wie die Geschichte des Rathauses näher bringen. Und warum wollen wir das? Weil wir dieses Jahr das 50-jährige Baujubiläum des Rathauses feiern. Und wir wollen es Ihnen entsprechend zeigen, dass schon damals vor 50 Jahren sehr gut gelang, demokratische Architektur und demokratisches bürgerliches Anliegen vereint in einem Rathaus. Wir befinden uns hier im Innern, im Zwischengeschoss. Und hier sehen wir hinter uns sehr schön, was mit diesem Begriff des Brutalismus gemeint ist. Es kommt aus dem Französischen und heißt reiner Beton. Damit ist eine Nachkriegsarchitektur gemeint, die in den 50er bis hinein in die 80er Jahre sehr präsent war. Sie wollte Offenheit, Gleichrangigkeit, bürgerlichen Zugang ermöglichen. Und das ist hier in Offenbach im Rathaus besonders gut gelungen. Denn mit dieser demokratischen Architektur sind zwei Gebäude miteinander verzahnt. Ein Flachbau, wo auf gleicher Augenhöhe die demokratischen Entscheidungsgremien wie Stadtverordnetenversammlung, die Büros der Fraktionen etc. beieinander liegen und darüber aus der Mitte heraus ein dreiecksförmiger, 15-stöckiger Hochhausbau, wo die ganze Verwaltung alle in einem vereint ist. Das heißt, der Bürger hat sowohl einen ungehinderten freien Zugang zu demokratischen Entscheidungen, aber auch zu seiner Verwaltung, sozusagen eine Verwaltung im Dienst aller Bürger. Das soll durch diese Architektur noch einmal in besonderer Weise zum Ausdruck gebracht werden. Die brutalistische Architektur des Rathauses war eingebettet in einen größeren Cityplan der Umgestaltung der Innenstadt von Offenbach. Und dazu gehörte auch die Idee der zweiten Ebene. Das heißt, man wollte Offenbach mit dieser neuen Architektur auch zu einer autogerechten Stadt machen und die Fußgänger über eine zweite Ebene, über Fußgängerbrücken mit angeschlossenen Läden und auch Cafés wollte man davon trennen. Und dazu gehörte in ganz besonderer Weise ein eigener neuer Busbahnhof am Marktplatz, der auch mit einer futuristischen Architektur überzogen wurde, nämlich mit diesen überwölbenden Röhren, um die Fahrgäste unabhängig vom Wetter und direkt von der zweiten Ebene einen Zugang zu verschaffen zu den Bussen. Später wurden diese Eingänge auch dann genutzt beim Bau der S-Bahn in den 80er, 90er Jahren. Wir stehen hier vor dem Herzstück der Demokratie hier in Offenbach. Rechts vor mir ist der Eingang zur Stadtverordnetenversammlung. Und ganz bewusst hat man die Stadtverordnetenversammlung auch auf gleicher Ebene hinter uns und vor uns das Büro des Oberbürgermeisters und auch die Räume der Fraktionen alle auf einer gleichen Ebene gesetzt als Flachbau, jederzeit zugänglich von allen Bürgern, frei zugänglich von allen Seiten, um damit zu verdeutlichen, wie sehr der Gedanke der Demokratie und der Transparenz auch durch diese Form der Architektur ermöglicht wurde und über uns ebenfalls für alle Bürger frei zugänglich die entsprechenden Verwaltungsdienststellen, die als 15-stöckiges
dreiseitiges Hochhaus über diesem Flachbau liegt. Also eine Einheit von Demokratie und Service für alle Bürger hier in Offenbach. Und daran erinnert auch das 50-jährige Jubiläum dieses Rathauses. Wir sind hier auf der Südseite vor dem Offenbacher Rathaus am Anfang des sogenannten Stadthofes. Und hier hat man die ersten europäischen Partnerstädte von Offenbach mit ihren Wappen. Sie haben ja selber gesehen, wie hier Architektur und bürgerliche Demokratie alle zusammengefunden haben. Und deswegen laden wir Sie alle dazu ein, dass Sie selber, so oft Sie können, hier selber vorbeikommen mit Ihrem Anliegen auf der Suche nach einer Lösung, nach einer verwaltungstechnischen Lösung. Beleben Sie dieses Haus mit Ihren Besuch, denn dieses Rathaus ist, wie schon damals der Oberbürgermeister Georg Dietrich sagte, soll das ein Rathaus für alle Bürger sein. Und an diesem Anliegen hat sich bis heute und für die Zukunft nichts geändert. Besuchen Sie Ihr eigenes Rathaus, erfüllen Sie es mit Leben.